In diesem Jahr begleitet uns das Thema Coronavirus auch beim gemütlichen Weihnachtsshopping. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, setzen die Geschäftstreibenden in Mödling deshalb heuer vermehrt auf den Verkauf von Gutscheinen. Beim Café Kanzlei beispielsweise verschenkt man gemeinsame Zeit, die nach dem Öffnen der Gastronomie einlösbar sein wird. Die Gutscheine dafür können telefonisch erworben werden. Das funktioniert wirklich gut. Also wir sind immer erreichbar und innerhalb von 10 Minuten, wenn auch ein Gast vorbeiflaniert, sind wir da, auch meine ganze Familie. Wir haben Freude daran, den Gast dann selber auch ein frohes Fest zu wünschen und den Gutschein zu übergeben. Also das funktioniert wirklich gut, ja, und auch auf ein altes Medium, aufs Telefon zurückzugreifen. Über telefonische Bestellungen freut sich auch die Familie Walli. Bei Judith und die Torten kann man Gutscheine, aber auch gemütlich online bestellen. Bei uns haben wir von jeher schon immer auf den Online-Sektor gesetzt. Das war seit den letzten 6 Jahren immer ein Schwerpunkt unseres Unternehmens. Wir versenden in ganz Österreich und Deutschland, zum Beispiel jetzt gerade in der Weihnachtszeit, unsere Weihnachtskekse. Und natürlich sind wir auch sehr dankbar, wir haben jetzt ein neues Portal geschaffen, dass man auch Gutscheine kaufen kann, um auch uns weiterhin zu unterstützen. Diese sind allerdings nur bei uns im Geschäft einlösbar dann. Und beim Interieurspezialisten Tintin kann man direkt im Geschäft Gutscheine für seine Liebsten besorgen. So eben waren Kunden da, die haben offensichtlich ganz kurz entschlossen Gutschein für, also wirklich zum Verschenken eingekauft für Freunde, Familie. Ich kann jetzt gar nicht sagen, in welcher Höhe, aber Gutscheine sind durchaus bei uns auch interessant für Farbberatungen vor Ort. Also etwas, was man wirklich gar nicht einpacken kann, sondern wo man im Grunde genommen eine Dienstleistung in Form eines Gutscheins dann auch erwerben kann. Aber natürlich gibt es Gutscheine, die gültig und einlösbar sind, solange wir hier sind, was hoffentlich noch viele, viele Jahre sein wird. Und dann kann sich natürlich jeder selber auch was aussuchen. Gutscheine für Weihnachten sind bei den Mödlinger Unternehmern also auf die unterschiedlichsten Arten zu erwerben. In diesem speziellen Jahr ist die Unterstützung der Bevölkerung besonders wichtig. Ich appelliere an alle, einen Gutschein der heimischen und örtlichen Betriebe zu kaufen, zu erstehen, ihn vielleicht später auch einzulösen von Dienstbetreibern wie Masseure oder anderen Fitnesscentern. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sie noch nächstes Jahr einzulösen und sie unterstützen dementsprechend wirklich intensiv die Wirtschaft. Und Gutscheine haben obendrein noch viele weitere Vorteile. Gutscheine ermöglichen zweierlei. Zum einen, einen gewissen Geldbetrag der heimischen Wirtschaft zu überlassen. Zum anderen, dass man nicht unbedingt ein Geschenk umtauschen muss, sollte es einem nicht gefallen, weil man selbst dafür zuständig ist, das passende Geschäft in einem passenden Geschäft in Mödling einzukaufen. Und ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Gutscheine in Österreich grundsätzlich 30 Jahre Gültigkeit haben.